Gibt es für Anfänger besonders geeignete Obst- und Gemüsesorten? Wie lege ich mir ein Gemüsebeet an, das besonders wenig Arbeit macht? Und welche exotischen Highlights kann ich ganz einfach selber anbauen? Heute zeige ich euch, wie ihr als Anfänger ganz einfach euer eigenes Gemüse im Garten anbauen könnt. Der Anbau ist gar nicht so kompliziert. Je nach Sorte kann ich wunderbar auf dem Balkon als auch im Hochbeet produzieren. Am besten natürlich im Gemüsegarten. Als erstes legt euch euer Gemüsebeet an. Das Standardmaß ist 1,20 Meter. Da kommt ihr gut von allen Seiten zur Pflege rein. Ein Gemüsebeet muss gut aufgelockert sein. Klassisch dafür eignet sich natürlich am besten der Spaten. Zum Umgraben wunderbar. Wenn ihr viel Unkraut habt, würde ich euch die Grabegabel empfehlen. Kann man das Unkraut noch gut mit ausschütteln. Und wenn euer Beet so gut vorbereitet ist, wie meins hier, was schon sehr gut locker ist, reicht auch der Häufelflug. Da braucht ihr nur 2-3 Mal richtig kräftig durchziehen und euer Beet ist fertig. So, jetzt noch einmal überhaken und euer Beet ist auch schon fertig. Als meinen kleinen Tipp würde ich euch empfehlen, das Beet jetzt 2 Wochen so liegen zu lassen. Dann wächst nämlich das Unkraut los. Wenn ich dann noch einmal überhake, seid ihr das Unkraut fast für den ganzen Sommer los. Durch das leichte Überhaken wird das Unkraut komplett mit Wurzel rausgerissen. Das geht in diesem Stadium noch sehr leicht. Verpasse ich den Zeitpunkt, habe ich im Sommer richtig Stress mit Unkraut. Jetzt kann es auch schon ans Pflanzen gehen. Ich würde euch wirklich eine bunte Mischung empfehlen. Mehrjährige und einjährige Sachen. Sträucher wie Johannisbeere und Stachelbeere sind super. Oder natürlich auch Rhabarber, Schnittlauch und die Erdbeeren eignen sich als mehrjährige Kulturen wunderbar. Ich würde euch immer empfehlen, euer Gemüse vorher auszusehen in kleinen Saatschalen. Hat den großen Vorteil, wenn die Pflanzen größer sind, habt ihr die richtigen Pflanzabstände und das Gemüse lässt sich super pflegen. Das geht natürlich nicht bei allen Pflanzen. Möhre und Radieschen müssen direkt ins Beet gesät werden. Da empfehle ich euch auf jeden Fall ein Saatband. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal die richtigen Abstände vorbereitet. Pflanzt nicht zu dicht, dass ihr später mit der Hacke überall noch ein bisschen durchhacken könnt. Für die Pflege ist das ganz wichtig. Und noch viel wichtiger ist, schreibt immer alles schön mit, legt euch ein kleines Gartenbuch an, damit ihr im nächsten Jahr wisst, wo was gestanden hat und was funktioniert hat. Beim Gemüsebeet ist das Wässern das A und O. 20 bis 30 Liter sollten ungefähr eine Gabe sein. Und da wir heute beim einfachen Gärtnern sind, brauchen wir auch eine einfache Bewässerung. Da empfehle ich euch das Mikrodrittsystem. Da läuft alles wie von selbst. Kommen wir jetzt zu unseren exotischen Highlights. Wer hätte schon gedacht, dass Melone und Aubergine im Garten wachsen? Sie brauchen natürlich einen extrem sonnigen Standort. Und die gute Nachricht ist, die beiden Kollegen wachsen auch wunderbar auf Balkon und Terrasse. Das Wichtige ist nur, ihr müsst auf eine gute Drainage achten, denn Staunässe mögen beide nicht. Damit es mit der Melonenernte klappt, solltet ihr sie auf jeden Fall Mitte April an der Fensterbank aussehen. Ende Mai pflanzen und zum Herbst könnt ihr auf jeden Fall ernten. Hat euch das Video gefallen, lasst mir gerne ein Like da. Für noch mehr Spitzengarten-Tipps Kanal abonnieren nicht vergessen.